Lol. Erstmal hi und herzlich willkommen zurück. Geil. Nein. Bleib da. Oder kann ich es nehmen und. Toll. Es war bloß die falsche Platte. Die Sache ist, ich habe das jetzt mehr oder weniger aus Verzweiflung ausprobiert, weil ich bin in jeden Raum nochmal rumgelatscht. Ich habe kein verkacktes Seil gefunden, also. I don't know. Aber wir kommen auf jeden Fall hier dann anscheinend weiter. Schön. Aber die Platte brauchen wir dann wahrscheinlich bei dem anderen Dings doch. Also muss ich mir hier irgendwie bloß einen Weg frei machen. Wo kommen wir jetzt überhaupt hin? Bei der anderen Seite war der Sumpf. Kommen wir jetzt hier wieder ein Stück Garten? Jo, ich höre auch schon welche. Ach, hier oben sind wir jetzt. Ah, und da blinkt auch schon etwas, wo ich eventuell hin kann. Ich muss mal gucken. Oh. Kann ich ja wieder alles nicht mitnehmen. Also das ja. Aber ich werde mal... Ich hoffe, hier latschen nicht wieder irgendwelche... Kultisten rum. Ach, das ist doch schon wieder ein Scheißzeichen, wenn das hier speichert. Hätte ich es nicht sagen sollen? Das ist eine Zeitung, cool. Was ist mit der Mucke los? Ja. Das ist gar kein gutes Zeichen. Das ist gar kein gutes Zeichen. Hier könnte ich nochmal speichern, aber hat es ja gerade erst. Also, ja, toll. Da haben wir noch Muni. Da wir ja kein gutes Zeichen haben. Obwohl. Warte. So. So. Ja, jetzt habe ich die Scheiß... Mozart, geh weg. Wenn das Mozart ist, weiß ich nicht. Okay. Aber nicht, dass der Torwächter noch irgendwie kommt oder so. Was haben wir hier noch Schönes? Ja, kriegen wir doch schon wieder viel zu viel. Was ging nicht cool? Ich wollte gerade sagen, ist das ein neuer? Nee, das ist kein neuer, warte. Oder? Hä, willst du mich... Nein! Ach, Quatsch. Vielleicht hast du was Schönes für mich. Oh, nein. Ist ja in sich nicht so schlimm, weil es gerade eben erst gespeichert hat. Aber was ist das denn jetzt wieder für ein... Ich dachte erst, das wäre einer von den normalen Kultisten, die bloß ihre Axt werfen. Das ist ja jetzt ungünstig gelaufen. Naja. Wir werden schon irgendwie hinkriegen. Ich meine, ich habe ja... Ich hätte ja Dings noch nehmen können. Ja, Autosave. Toll. Dip, 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 dip. Aber an sich, ich kann ihn... Doch, oder? Ich sollte ihn vielleicht erstmal wegmachen, bevor ich irgendwie was anderes sammle. Ich habe das Gefühl, der hält sogar noch ein bisschen wesentlich mehr aus. Hatte ich den Scheiß jetzt da schon mitgenommen? Der hier ums Eck war, ja, ne? So, wo ist denn der Plinz jetzt hier? War das schon die ganze Zeit da? Der her. Ach. Lalalala. Mann, Frau, Alter. Beeil dich doch mal mit dem Rennen, ey. Na super. Er bleibt ja auch nicht stehen. Ach, scheiße, ich hab die Dings nicht. Boah, ja, ich bin schon wieder tot. Ja, ach, komm. Ja, ach, super. Kann ich eigentlich...
zurück zum Dings. Nein. Alter, Glück gehabt. Obwohl die Mucke ganz cool ist. Vielleicht kriegen wir den noch gar nicht platt. Aber, da wir uns hier eigentlich relativ frei bewegen können, mir müsste es theoretisch möglich sein, in unseren Safe Room wieder reinzukommen. Außer, der Herr frisst halt so viel Schrot, dass ich gar keine Kugeln mehr habe, dann... Aber ich kann mir gut vorstellen, den muss ich platt machen, damit wir noch ein Schlüsselobjekt kriegen. Also ja, ich hole mir die Schrotmuni trotzdem mal. Okay, mitgenommen. Dann gehen wir später wieder her. Muss mal kurz gucken. Wir kommen da wieder zurück. Jo, ich war auch schon auf dem besten Weg. Oder? Ja. Nein! Frau! Er kommt doch! Warte, warte, warte! Mann! Oh, scheiß Baum, Alter! Warte. Ich probiere erstmal in Richtung links zu kommen, weil wir haben ja noch die Armbrust mit den Explosivsprengen oder Bolzen da irgendwie. Das geht ja, solange der nur schmeißt und weit genug weg ist. Komm, komm. Nein! Scheiße! Warte mal. Ach, Kacke, jetzt musst du nachladen. Na toll. Hä? Warte, warte, Mann, Frau! Ey! Oh. Super, echt viel gebracht. Ich dachte, wir können hier so ein bisschen dummer Junge spielen. Ah! Okay, nee, ist. Mann! Frau, jetzt! Glück gehabt. Ich muss doch hier bloß um die Ecke. Nein! Warum gucke ich auch nach? Okay, das dumme junge Spiel hat nicht so gut funktioniert. Ich pack das mal weg. Ich pack meine roten Schlüssel weg. Ja, hier kann ich gleich ins nehmen. Explosivbolzen. Ich hoffe, die Armbrust ist leer. Da sind noch 5 drinne, ich weiß nicht. Ah, okay, es wird wieder zurückgelegt. Cool. Habe ich überhaupt noch Heilungszeug? Ja, habe ich noch. Aber eins will ich mir wenigstens aufheben. Okay. Und wetten, ich verfehle den ständig. Der ist halt zu schnell. Beziehungsweise mit der Schrot ist sie zu langsam wegzugehen. Vielleicht ist dann wirklich Pistole das bessere Option. Und wir sollten das vielleicht hier machen. Wo bist du? Wo bist du? Aber jetzt sind auf immer alle Tore offen.
Oder ist Sami erst sowas? Ja gut, den Schlüssel habe ich jetzt gerade weggelegt. Wo ist er denn jetzt? Ach da, ja, ich sehe ihn. Als ob sie nicht interessiert. Alter, warum bist du so schnell? Nein, jetzt bin ich ja wieder hier. Tachchen. Ich habe bloß 10 Stück davon. Ich wollte ja eigentlich hier unten bei... Hier beim Brunnen. Nein, Alter, jetzt... Och, du blöder Sack. Musst du dich immer im falschen Moment bewegen? Ist er weg? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, super. Toll. Laufe. Ich habe eigentlich nur die beste Möglichkeit, wenn er versucht mit seinem Arm da irgendwie oder zu werfen auf ihn drauf. Und gleich laufen. Immer bloß einen Schuss und dann gleich laufen. Das dauert jetzt zu lange. Toll. Ich wollte gerade sagen, jetzt wird er mich aber verscheißern, ne? Er ging ja schon mal in die Knie, aber ich weiß nicht, ob das heißt, dass wir ihn noch down kriegen. Halt unglaublich viel. Nein, 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 nein! Oh Gott, Alter. Und wie, du hast jetzt nichts. Toll. Sammeln wir dann wieder auf. Violetten Saphirschlüssel. Okay, ich wollte aber bevor... Ich sollte eigentlich speichern, das ist das Beste. Aber ich will wenigstens das Zeug dann noch mitnehmen, was ich habe liegen lassen. Wo waren das gewesen? War hier irgendwie auch noch irgendwas? Nö. Und den blauen Schlüssel muss ich ja auch noch mal mitnehmen. Oh, wir haben so viele Schlüssel hier. Nee, warte. Lalalala. Das war hier hinten, oder? Nee, da kamen wir raus. Hm. Ach, nee. Watten, Drecksack. Okay. Aber wir haben es auf jeden Fall. Die Sache ist. Och, nö. Geh mir doch nicht auf die Eier. Oh. Bisschen Suppe drauf. Gerade sagen, eigentlich die kann ich ja hoch ablegen. Die kann ich ablegen. Ich hoffe einfach mal. Einfach bloß, dass wir ein bisschen mehr Inventarplatz haben. Hä? Nein. Okay, das waren die 4. Lol.
Wo waren jetzt die Hütte gewesen? Ach, das war ja die. So, ja, toll. Theoretisch, auch wenn Kultisten kommen, müssen wir die, Polizei die Pistole mal wieder nehmen. So, das nehmen wir mit, dann können wir das gleich zum Speichern nutzen. Aber ich muss ja jetzt sowieso zurück, weil ich ja den blöden Schlüssel nicht habe, ne? Ich habe zwar den violetten Schlüssel. Der macht da das Tor auf. Und da kommen wir in den Bereich, wo wir noch nicht drin waren. Genauso wie auf der anderen Seite. Ich hoffe, ich habe hier nichts übersehen. Notiz über den Torwächter. War das schon wieder... War das derselbe Typ? Naja, okay. Eintrag... Hatten wir das nicht schon? Alle Instanten, mich eingeschlossen, gewöhnen sich allmählich daran, wie die Dinge auf dieser Insel laufen. Während wir die Weisung des Meisters, Lord Alfred, studieren, beginnen wir, die wahre Natur seiner Macht zu begreifen. Doch es gibt eine Sache, die ich nicht verstehe. Es gibt da ein Wesen auf der Insel. Ich weiß nicht, ob man es als menschlich beschreiben kann. Aber er ist eine... Eine ehrfurchtgebietende Erscheinung. Er redet nicht, bewegt sich, als wäre er besessen und sein gigantischer, grobschlichtiger Körper scheint gegen alle Angriffe immun zu sein. Er lauert am Friedhof, den wir auf Anweisung des Meisters nicht betreten dürfen. Wir nennen ihn den Torwächter, wegen seiner Angewohnheit, am Friedhofstor Wache zu stehen. Als wir uns über seinen Zweck erkundigten, befahl uns Lord Alfred, lediglich Abstand von ihm zu halten und seine Anwesenheit auf dieser Insel zu respektieren. Vielleicht ist der Torwächter ein Ergebnis der Veränderung? Okay. Ganz schön. Können wir noch was kaputt machen? Gut, hier gibt es leider nicht mehr. Aber so viel zum Thema, ne? Nicht, dass ich das übersehe. Hier sind wir schon damals rumgelatscht. Komme ich hier eigentlich? Ja, nee, ist immer noch zugeschlossen, ne? Obwohl, ich kann den Schlüssel ja benutzen. Dann fliegt er sowieso weg. Ich gehe da aber noch nicht rein, weil ich erst die andere Seite erkunden will, weil ich glaube, hier kommen wir dann noch... Ja. So viel zum Thema, ich gehe da nicht rein. Ach so. Ich würde ganz gerne die andere Seite erstmal nochmal erkunden, weil, wenn ich vielleicht richtig liege... Also hatten wir den doch schon, oder was? Notiz über den... Hä? Bei Memoiren wird das ja nicht drin sein. Es fehlen trotzdem bloß noch 5. Ist ja auch egal. Da blinkt noch was. Ich glaube, das habe ich liegen lassen, ne? Naja, egal. Das Ding ist, die dämliche Schrot müsste ich trotzdem mitnehmen. Falls Kultisten kommen... Das wird, glaube ich, sonst nicht werden. So, mal, ja, das können wir erstmal wegpacken. Ich überlege gerade. Dieselbe können wir stacken. Das ist große Bandage. Roter Saphirschlüssel. Wir hatten doch noch so eine Doppelbandage. Hatte ich die schon genutzt gehabt? Toll. Ja. Kann ich eigentlich gleich mal so. Wieder zurück damit. Alter, wir müssen noch 6 Schuss, ey. Das ist ja nichts. Okay, solange wir keine Doppelband... Ah, die habe ich ja zwischendurch bei dem Typi benutzt, ne? Okay, dann kommt das weg. Große Bandage und dann war es das schon fast wieder ein Heilungsgelumpe, ne? Okay, ich speichere trotzdem mal, weil... An sich war er nicht unbedingt so schwer, aber der steckt halt Haufen ein. Vielleicht hätte man es doch mit Pistole machen sollen. Auch wenn man dann wahrscheinlich gar keinen Schuss mehr hätte, aber dann hätte man wenigstens für die guten Knorren noch alles dabei gehabt. Und ich hoffe, ich bereue nicht, dass ich die Explosivbolzen dafür genutzt habe. So. Weil da... Hallo, wo ist es hier? Nein, jetzt habe ich den dämlichen Schlüssel nicht mitgenommen.
Deshalb bin ich ja hauptsächlich hierher gegangen. Der Schlüssel. Oh. Na, ein Glück ist mir das jetzt so aufgefallen. Gut, dann auf die andere Seite, dann erkunden und dann mal gucken, wo wir bei dem anderen Weg lang können. Die Sache ist, wir brauchen halt immer noch, oder vielleicht liege ich damit komplett falsch, von wegen den Sonnenschlüssel. Ist ja der letzte, der uns irgendwie noch fehlt, ne? Eigentlich, vom Hausinneren. Dass es den bloß auf einen höheren, okay, das ist eine Statue, auf einen höheren Schwierigkeitsgrad gibt. Vielleicht. So, ich gehe jetzt aber kein Risiko ein. Kollege. Wir haben ja noch genug Schuss. Ja toll, ich schieße gegen das Blatt. Gegen ein Blatt und das geht nicht durch, oder was? Alter, fall um. Danke. Ich wollte gerade sagen, ich höre noch einen Hund. Ich habe aber noch. Ich wollte gerade sagen, ich höre noch einen zweiten Hund. Nein! Na, Mann! Blöder Scheißköter, Alter. Wo bist denn du jetzt, Mann? Bloß weil sie nicht so nah dran treffen kann. Ja, ich schiebe jetzt die Schuld auf sie. So, mal gucken, was wir hier Schönes haben. Ach, gucke mal an. Ein Seil. Leichte Schüsse auf den Hinterkopf und so. Ja, toll. Nett. Okay, mit der Statue können wir nichts machen. Brauche ich da speziellen Schlüssel? Truhe ist verschlossen. Ja, toll. Also auch noch einen Truhenschlüssel finden. So, die Sache ist, gehen wir jetzt runter oder... Wir gehen erstmal das andere Türchen lang. Mal gucken. Möglichkeit werden wir immer noch haben. So, wo war denn das jetzt nochmal da hinten? Ach so, siehst du, warte mal, da fällt mir ein. Wir müssen ja trotzdem irgendwie einen Weg finden, wieder zurückzukommen ins Haus. Weil wir brauchen ja die Platte noch. Toll. Okay, aber das ist das, was ich als erstes gesehen habe. So. Muss schon länger tot sein, die Leiche ist schon stark verwest. Ich kann hier einen Namen lesen. Adrian Bennett. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Hier haben wir noch eine Schallplatte. Das können wir auf... Okay. Toll. Da wissen wir ja wo. Das lasse ich mir auch nochmal. Was ist das denn? Armbrustbolzenmine. Okay. Und noch ein Köfferchen. Aber den lege ich auch ab. Armbrustbolzenmine. So, die Sache ist, hier komme ich aber nicht auf die andere Seite. Da war ja, glaube ich, ein Tor gewesen. Außerdem ist hier noch so ein... Okay, vielleicht war da mal ein... Ach, nein! Oh, Junge, dass die immer in irgendeiner
Ecke hängen bleibt. Okay, das hat uns so gut wie gar nichts gebracht, die Seite. Also bis auf... Ne? Ich muss dann komplett wieder zurücklatschen, das Ding holen. Aber ich werde erstmal... ab nach Hause das Zeug einsammeln. Und hier scheinen wir eh nicht mehr weiter zu brauchen. Ich überlege gerade, wenn wir das Ding mitnehmen. Wir kommen ja sowieso zu so einem Raum. Nö. Dann gehen wir gleich zurück. Ich hoffe bloß, dass ich hier nichts weiter übersehen habe. Hier ist ein Warnschild. Da steht Gefahr, Wachhund. Dieses Gebiet scheint gut bewacht zu... Ja. Ja. Und ob. Und ob, meine Liebe. Die Sache ist nur... Die Uzi, wird die mir sehr viel bringen oder nicht? Jo. Wieder rein da. Das Ding mitgenommen. Da muss man halt immer diesen Kack-Umweg gehen, aber... Ich nehm's mal mit. Was mir halt bloß eingefallen ist. Ich weiß, jetzt sind wir zwei wieder hier und die andere Karte kann man nicht sehen, aber da unten, wo zum Beispiel der Haupteingang ist, wo wir nicht durchkommen können, zum Garten, war beim Garten auch nochmal grün. Und da ging's, glaube ich, dahin, also zu dem... ist das ein Häuschen oder sowas, wo wir die allererste Scheibe davon einsetzen konnten. So, ich wollte erstmal hoch das Zeug holen und dann werden wir, denke ich mal, das Seil nutzen. Aber wenn ich so viel Zeit gucke und immer wenn ich dahin glotze, ja, gucke ich da meistens auf die Zeit. Ich würde sagen, das machen wir morgen. Ich sortiere hier noch ein bisschen. Oder was heißt sortieren? Oder sortiere ich mal ausnahmsweise wirklich? Wir haben ja jetzt nicht mehr so viel da drin. Und ich kann mal gucken, was wir am wenigsten brauchen. Okay, die Schallplatten sind schon oben. Aber ich habe ja noch eine, ne? Warte. Haben wir viel Zeug? Nee, es geht eigentlich. Okay, die Schallplatte. Fragt sich jetzt halt... Ach, scheiß, was wir sortieren. Wollte ich speichern eigentlich? Ist das gerade gar nicht. So, Schiffstau. Jo, jo, jo. Achso, Schiffstau brauchen wir dann noch. Eigentlich können wir speichern. So, das kann weg. Das würde ich... Ja, fürs andere müssen wir sowieso nochmal hinlatschen. Ich weiß halt nicht, wo wir hinkommen, ne? Dann nehmen wir das Schiffstau mit. So. Jo, wir speichern nochmal eine Runde. Ist halt schade, dass man es in der Kiste an sich nicht selber ordnen kann, sondern immer wieder hin und her. Und dann wird es immer unten hingepackt, aber ja gut, ist auch egal. Judy, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann morgen wieder, wo wir dann endlich mal runtergehen werden. Also bis dann. Ciao, ciao.